Ich möchte die Mutzenbacher sein, die hat einen Namen. Meine Schwester sagt, ich bin ein Schwein, ich soll mich schamen. Im Rahmen des Wiener Liedfestivals Wien im Rosenstolz findet am 25. Oktober, also diesen Freitag, ein ganz besonderes Konzert statt. Die 7 Lieder der Josephine Mutzenbacher werden von der A Cappella-Gruppe For She dargeboten. Mit diesem kurzen, frivolen Musikkabarettprogramm entführen die 4 Wiener Goldkehlchen ihr Publikum in eine Welt der Sinnlichkeit und der Wiener Lebenslust. Im Konzertcafé Schmiedhansel in Wien 18. Ich habe mich mit Leni Lust und Julia Treutner von For She unterhalten und wollte wissen, was denn das Witzige an den 7 Liedern der Josephine Mutzenbacher ist. Das besonders Witzige ist das, was wir daraus gemacht haben. Ich meine, der ursprüngliche Text ist schon sehr witzig, zweideutig, frivol. Ich würde das mal interpretieren als die sexuellen Fantasien eines unschuldigen Wiener Mädels. Und das Ganze wurde eben von unseren Arrangeurinnen, der Julia Treutner und der Ursula Gerstbach, so witzig und eigenständig interpretiert und arrangiert, und es fehlt einfach nichts drinnen. Also wir haben keinen Musikstil ausgelassen, wir nehmen alles aufs Korn, eben nicht nur textlich, sondern auch musikalisch, und das ist das Witzige, finde ich persönlich. Soweit Leni Lust, die nach ihrer klassischen Ausbildung am Konservatorium der Stadt Wien auch schon Künstler wie die Konsorten und Jazz-Kitty musikalisch bereichert hat. Auch die Arrangeurin Julia Treutner hatte dabei viel Freude. Ich habe das Arrangieren selber einfach so lustig gefunden, weil mir zu diesen Texten einfach so irrsinnig viel eingefallen ist, weil sie, wie eben gesagt, zweideutig sind, nicht irgendwie billig oder schmutzig, sondern einfach echt witzig, und man kann irrsinnig viel damit machen. Und das tun sie auch mit der Gruppe For She, einer A Cappella-Gruppe, die für sich eine eigene Definition gefunden hat. Die Gruppe For She definiert sich durch ihren Eigenwillen. Wir sind 4 Damen. Und das ist etwas ganz was Starkes. Viele männliche Gesangskollegen und Musikerkollegen verstehen das gar nicht. Die fragen, ja, warum habt ihr denn keinen Bass, und geht das überhaupt ohne Männer und 4 Frauenstimmen allein und das A Cappella, da seid ihr ein bisschen arm dran. Also wir schwimmen da immer gegen den Strom, und wir sagen, ja, gerade deswegen, wir machen das. Und mit viel Eigensinn und viel Vertrauen auf unsere eigenen Kräfte. Und wir wollen etwas ganz was Individuelles darstellen. Etwas, was es nicht gibt. Etwas, worüber sich niemand anderer drüber traut. Wir unterscheiden uns von Girl Groups und Boy Groups jeglicher Art stark durch unsere Autonomie. Dass wir alles selbst machen, dass wir eben das sein dürfen, was wir sind, und das wird dann auch gleichzeitig unsere Stärke. Auch der Musikstil ist vielfältig. Ich würde sagen, quer durch die Bank, also alles, was man sich vorstellen kann. Es ist wirklich von
alten Schlagern über portugiesische Latin-Nummern bis hin zu Rock- und Pop-Sachen aus der Gegenwart, die wir einfach sehr stark musikalisch verändert haben. Ernste Sachen, kabarettistische Sachen, ist wirklich alles dabei. Natürlich wollte ich auch wissen, woher die Mutzenbacher Lieder ursprünglich stammen. Die Texte zu diesen Liedern hat Leo Pathé geschrieben. Das ist ein Wiener Kabarettist, der schon sehr lange tätig ist auf diesem Feld. Und die Lieder sind auch relativ alt und sind seither mehr oder weniger in seiner Schublade verschimmelt. Bis wir diese Texte genommen haben und selber also musikalisch arrangiert haben für unsere Stimmen, kann man sagen. Und jetzt ist dieses Programm eben fertig geworden und viel besser, als wir es uns hier erwartet hätten. Wie der Zufall so spielt, fanden die Mutzenbacher Lieder auf seltsamen Wegen zu Vorschi. Es war ganz lustig. Ich habe mir für ein Jahr den Bazar abonniert, also diese Zeitschrift. Und da blätter ich hin und wieder drinnen. Und eines Tages lese ich im Musikressort Interpreten für die 7 Lieder der Josephine Mutzenbacher gesucht. Und da habe ich mir gedacht, das ist so ein verrücktes Inserat und das klingt so unglaublich. Da muss ich jetzt mal anrufen. Und es war dann, wie ich es erwartet habe, es war total verrückt. Also der Herr Pathé ist ein ganz schräger Typ und Liedertexter. Hat viel gemacht, hat zum Beispiel den Texte für Amdam Des geschrieben und hat auch Helmi gemacht, lauter dieser Dinge. Ja, und dann bin ich zum Herrn Pathé gekommen. Er hat mir dann die 7 Lieder der Josephine Mutzenbacher in Urversion vorgespielt, so mit Klavierbegleitung, so schrulliger Klavierbegleitung und eine Dame oder ein Transvestit hat gesungen. Und das war einfach Liebe auf den ersten Ton. Vorschi bieten dabei nicht nur einen Ohrenschmaus, sondern sind in jeder Weise auch eine Augenweide. Wir legen natürlich auch Wert auf unser optisches Auftreten und wir haben ganz reizende Kostüme, verschiedene, aber wir haben 2 wunderschöne Sets von einer Designerin, die heißt Kasei, also das Label heißt Kasei und sie heißt Karin Seidlitz und die hat uns das auf den Leib geschneidert. Und die sind echt total entzückend, also auch ziemlich sexy, wenn man das mal sagen darf. Passt zu den Mutzenmacherliedern. Karten für dieses sinnlich witzige Konzert können Sie noch bestellen unter der Wiener Nummer 406 36 58, Wien 406 36 58 oder im Internet unter www.voicemania.at www.voicemania.at. Vorschi sind aber nicht nur mit den Mutzenbacher Liedern erfolgreich, sondern auch mit Arrangements vieler anderer internationaler Hits. Das weiß auch Silvia Liebisch, die Managerin von Vorschi. Und sie steht mit Freude und Stolz hinter ihren Schützlingen. Es macht mir sehr viel Spaß, mit den jungen, ambitionierten Damen zu arbeiten und sie auch international zu vermarkten, ist mein Bestreben und ich bin sicher, sie werden eine große Karriere machen. This little town